So, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ja, und es ist wieder was ganz Krasses passiert, denn in letzter Zeit habe ich mir die Gen 4 Entwicklungen geholt, was da alles so während des Weihnachts-Events, Winter-Events, wie auch immer, erschienen ist. Also die Sachen wie Schneebedeck, Rexblisser oder auch, was war denn noch da? Glibungel und Toxicwack und die restlichen Sachen. Und das Einzige, was ich auch immer wieder gesagt habe, was ist noch seltener als Bronzel und Bronzong? Genau, der Fisch. Denn den Fisch, den habe ich einfach immer noch nicht gesehen gehabt. Noch nirgendwo gesichtet, nichts bekommen, keine Ahnung. Der war einfach für mich unsichtbar. War einfach nicht da, habe ich mich schon gewundert. Wo ist der denn? Was soll das denn? Und jetzt ist es passiert, aber nicht der Fisch, sondern die Weiterentwicklung Lumineon saß einfach mal bei uns beim Parkeingang, also beim Rewe-Sender gegenüber beim Kanal da, beim Park, wo es da reingeht, saß einfach mal ein wildes Lumineon, also die Weiterentwicklungen können auch wild erscheinen, könnt ihr also fangen, da habe ich mich dann gleich auf den Weg gemacht, bin dahin gesprintet, habe das eingefangen, eingetütet, mitgenommen. Neuer Pokédex-Eintrag, muss ich also gar nicht entwickeln, haben wir uns einfach wild gefangen. Wunderbar, so muss es sein. Und später habe ich auch gesehen, da saß sogar die Weiterentwicklung vom Glibungel, also das Toxicwack, war auch in der Nähe, saß an der Kirche oben, beim Stadtwappen in der Nähe. Also selbst das gibt es also wild zu fangen. Aber uns hat ja immer noch der Fisch gefehlt und wie soll es anders sein? Denn Fineon heißt er ja, glaube ich, Fineon? Fineon auf jeden Fall, der saß dann auch beim Parkeingang ein paar Stunden später einfach mal ein wildes Fineon gefangen, wieder als Schatten angezeigt, ich wieder losgerannt, bin dahin, hab mir wirklich in die Hose gemacht dabei, weil vorher habe ich ein paar Sachen angetippt und die sind alle geflohen, habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und bin dann am Fisch angekommen, hab extra noch mal ein paar Stops gedreht zur Sicherheit, hatte die Aufnahme gestartet, bin also hin, hab den Fisch angetippt, Fineon wieder an derselben Stelle, beim Parkeingang, beim Kanal, beim Rewe, also das ist Zufall, dass da tagsüber wirklich das Lumineon, ach, ihr wisst ja alle, wie das heißt, das gesessen hat und dann ein paar Stunden später noch Fineon, Lumineon und Fineon. So, das also auch eingetütet, wieder neuer Pokédex-Eintrag und damit sind alle Event-Pokémon, alle Special-Pokémon jetzt vom Winter-Weihnachts-Event abgehakt, auch wenn es ein bisschen gedauert hat und ja, muss eh mal gucken, wie ich das mache, weil ich das ja alles in einzelnen Videos aufgeteilt habe, das wird also 10 Jahre dauern, bis das alles online kommt. Sah auch ein bisschen verkackt aus, gebe ich zu, lustlos dahingerotzt, aber ich war so fertig an den Tagen, ich war so müde, ich war so neben der Spur einfach nur. Das ist immer eine richtig harte Zeit, wenn Iswo da ist, aber der kommt ja bald wieder am Kanimani Day. Jetzt aber alle Pokédex-Einträge da, Lumineon und Fineon eingetütet, also besser kann es nicht sein. Und das war es von meiner Seite. Habt ihr auch schon den Fisch gefangen? Habt ihr die Weiterentwicklung schon? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt es auch mal rein. Wie gesagt, finde ich immer noch am seltensten. Obwohl, die Weiterentwicklung von Bronzel habe ich noch nicht gesehen. Dann ist Bronzel immer noch das seltenste. Aber das könnt ihr mal entscheiden. Vielleicht sieht es bei euch ja wieder ganz anders aus. Glibungel habe ich auch gesehen. Sitzt jetzt einfach überall rum, seitdem das Winter-Event vorbei ist. Überall nur noch Frösche in der Stadt. Überall nur noch Glibungels, die sich aufplustern. Wie sieht's bei euch aus? Schreibt's mal rein. Und wenn nicht, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.